Faszination Minigolf. Wer kennt es nicht, das lustige Urlaubsspiel an der frischen Luft? Minigolf ist eine der bekanntesten und beliebtesten Freizeitaktivitäten für Groß und Klein. Durch die verschiedenartigen Bahnen mit teilweise fantasievollen Hindernissen ist der Spaßfaktor hoch und gern geht man in der Gruppe oder als Familie auf den Minigolfplatz. Minigolf ist aber auch eine Sportart mit einer breiten Vereinskultur in Deutschland. Und was in der Freizeit lustig aussieht, wird für den Vereinssportler zur Faszination, zu einer Art Wissenschaft, in der es um Präzision, die beste Spielvariante und Know-how geht. Ein Aspekt, der in der Freizeitaktivität kaum Beachtung findet, im Leistungssport jedoch ungemein entscheidend sein kann, ist das Material. Zum Beispiel des Balls, der für die jeweilige Bahn zum Einsatz kommen soll. Hier entscheiden Eigenschaften wie Sprunghöhe, Härtegrad und Oberflächenbeschaffenheit die Auswahl. Manche Ballserien erreichen unter den Spielern eine Art Kultstatus. Und es ist nicht selten, dass ein Profispieler über 500 eigene Bälle besitzt. Der Spielball wird geputzt, damit er fehlerfrei läuft, und bei Bedarf durch verschiedene Methoden auf die Temperatur gebracht, bei der er seine Spieleigenschaften optimal erreicht. Aber auch die Bahnen selbst werden während der Turniere akribisch sauber gehalten. Kein Sandkorn, kein Grashalm und kein Blatt darf den Ball aus dem Lauf bringen. Das Ziel ist es, jede einzelne Bahn zu verstehen und so lesen zu können, dass der Ball im Wettkampf möglichst mit einem Schlag, dem perfekten Schlag, eingelocht werden kann. Für diesen perfekten Schlag bedarf es Übung und Konzentration. Ja! Jeder Spieler wählt seinen Schläger. Einen, der vom Handling am besten zu ihm passt. Und mit diesem Schläger spielt er das ganze Turnier. Aber trotz Training und Konzentration entscheidet, wie so oft im Leben, manchmal am Ende das nötige Quäntchen Glück. Das klingt, als wäre die Sportart Minigolf nur etwas für Individualisten. Aber das ist sie ganz bestimmt nicht. Im Verein, beim gemeinsamen Training und Spiel innerhalb der Mannschaft und bei den Vorbereitungen auf Turniere wird jeder Einzelkämpfer zum Teamplayer. Spieler und Betreuer bilden eine Einheit und unterstützen sich in Bezug auf Ballwahl, Bahn- und Wettkampftaktik. Junge Vereinsmitglieder sind gern bei den Turnieren im Verband mit dabei und übernehmen für ihren Verein unterstützende Aufgaben. Danny Hense und Walter Erlbruch bitte an Bahn 1 zum Stechen. Im Verband wird aber noch jede Menge mehr angeboten. Da gibt es Förderungsinitiativen wie zum Beispiel das Junior-Team, das Girls Camp und weitere Volontärprogramme. Und damit werden engagierte Minigolfer angespornt, Ideen zu entwickeln und ihre eigenen Minigolfprojekte umzusetzen. Eine Besonderheit, die nahezu einzigartig ist, sowohl beim Freizeit- als auch beim Profi- bzw. Wettkampfbetrieb Minigolf, ist die Barrierefreiheit des Spiels. Fast jeder kann Minigolf spielen. Es gibt kein Handicap und oftmals spielen mehrere Generationen in einem Turnier nebeneinander oder miteinander. Minigolf spielen einfach mal so macht Spaß. Minigolf spielen im Verein heißt Nervenkitzel pur, denn die Herausforderung ist immer das Hole in One. In jedem Fall fördert Minigolf spielen Gesundheit und Teamfähigkeit. Und im Verein ist Sport bekanntlich am schönsten. Genau! Übrigens,
Minigolfanlagen und Vereine gibt es überall in Deutschland. Auch in deiner Nähe.